Welcome back, Cowgirls and Boys. Ich bin's, Krammer-Fan, mit dem Arthur zusammen auf meinem Rabbit Food. Und ich habe in der Spielvorbereitung, habe ich mir schon mal einen Wegpunkt markiert. Und zwar der Reverend Swanson gehe ich jetzt mal als nächstes an. Da gab es ja auch noch die Mission, ich kann es euch mal ganz kurz zeigen. Machen wir den Index mal weg. Hier an dieser Flatneck Station, da ist irgendwas mit dem Reverend Swanson zu machen. Und da habe ich mir gedacht, wir haben hier so fast Abend. Könnten wir mal angehen. Ich hoffe, dass das nicht so lang geht. Der Reverend trinkt hier gerne mal eine. Ja. Vielleicht gibt es einen Wettsaufen mit dem jetzt. Mal gucken. Ja, ich hatte ja in der letzten Folge diese Mary Linden. Oh, was läuft denn da? Ich bräuchte nämlich noch eine Rinderhaut, perfekt. Fällt mir gerade so in. Ochse, den kann ich gerade mal untersuchen. Angus-Ochse. Aber ich glaube, da fehlt mir wieder die nötige Kavallerie dafür. Doch, Bogen mit Mats Pfeil könnte gehen. Habe ich den? Kleinwild, Feuer, normal, verbessert. 12 Pfeile, das sollte reichen. Und da habe ich doppelläufige Flinte mit Flintengeschoss. Nee. Schrot nicht, dann ist es Flintengeschoss. Kaliber 22, Expressmunition, Repetierkarabiner. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Vor allen Dingen müsste ich das Vieh von vorne erledigen. Das steht schon mal fest. Mache ich das jetzt mit Pfeil und Bogen? Ich probiere es jetzt einfach mal. Wo ist denn mein Bogen mit einem verbesserten Pfeil? Jetzt. Jetzt fängt der andere rumzuknallen. Ich hab wieder irgendwie nicht richtig getroffen. Oh, Scheiße. Bisschen lebt, das war eigentlich gar nicht so mein Plan. Naja, und häuten kann ich ihn jetzt auch. Okay, gut. Hat nicht geklappt. Weil ich brauche nämlich noch so ein Ochsefell, perfekt. Zieht er dem die Haut ab? Naja, gut, vielleicht läuft. Na, gibt's auch, okay. Naja, vielleicht läuft mir irgendwann nochmal so ein Baujäger über die Füße. Und dann kann ich dem hier nochmal abhelfen oder irgendwie. Ochsenfell gut. Der Pearson braucht hier nur immer. Hey, hey. Come on, girl. Warte jetzt. Jo, moin. Hier wieder passiert jetzt. Kleiner Unfall auf der A. Nee, fällt mich hier. Ups, Spady hat's nicht gepackt. Oder lebst du noch? Kann ich dir noch irgendwie helfen? Du
Jetzt hebe ich mir mal Ochsenfell gut auf. Und ich hätte gesagt, das Fädchen schnappe ich mir gerade und verkauf's. Ja, kannst du deine eigenes Blutlege draußen. So. Der beste Kopf ganz hier hängen. Ihr seid aber alt und alt und Zeug sein. So, jetzt haben wir die nächste Zeuge. Jo, und wieder mal gestorben. Eieiei. Ich wollte eigentlich nur am Reverend Swanson helfen. Jo moin, was ein Gemetzel hier. Alles nur wie dem blöde Ochsenfell. Ich geh kaputt. Aber so geht's hier einem. Da kommen die Zeuge, die wollen dann immer sich wichtig tun. Und wollen das irgendeinem Sheriff melden. So, $25 sind flöte gegangen. Ah, und meine ganze Felle sind Achfahrt. Ja moin. Da war jedoch das Schweinehaut-Perfektfell dabei. Katastrophe. Also, das nächste Mal doch kein Zockes mehr so anfangen. Alles keine gute Idee. So, und wo ist jetzt dieses Station? Wo bin ich? Wo muss ich hin? Was ist hier los? Da blinkt noch einer weiß. Also, ich glaube, der Reverend Swanson, den verschiebe ich mal auf die nächste Folge. Wie geht's dann eigentlich im Adur? Bestimmt mit der Hunger, hm? Hatte Andi dann zu essen dabei für der Adur. Wildvogelfleisch. Nehmen wir das mal. Das füllt nicht ganz so viel auf. Nehmen wir noch eins. So, jetzt geht's im Adur wieder besser. So, dann gucke ich mal, wer hier als weiß markierte Person in der Pampa steht. Was der will, wer das ist. Und der Reverend Swanson verschiebe ich dann mal so ein bisschen in die Zukunft. Ich glaube, das wird nämlich hier alles überhaupt gar nichts mehr. Was ist denn mit dem Baum? Warum fehlt dann nur die Rind? Gibt es hier was zu untersuchen? Nö, aber relativ gut gemacht. Anscheinend ist er schon ein bisschen alt. So, da drüben ist jemand. Nicht wieder ablenken lassen, Andi. Da oben wollte ich hin. So, Attacke. Don't understand this at all. Hey, over here. Ich bin gespannt, was das jetzt wieder für ein Vogel ist. Senor, what's the problem? Problem? No, there's no problem. Quite the contrary. Well, there is a problem for me, but not for you. All right. I ain't got time for no, this. Well, no, wait! Give me a minute of your life. I might just change it forever. I'm sure you will have heard of me. Máximo Cristóbal Valdespino, the renowned explorer. Can't say I have. There has been much written about me. I once had high tea with the Viceroy of India. I helped liberate South America. I've climbed mountains and swum across seas. I have had many women. I've spent the last 3 months hunting treasure on the American frontier. Beautiful country, reminds me a lot of Almeria. But tomorrow I set sail for the island of Shikoku in the Japanese archipelago in search of the legendary Tokushima Sapphire. Well, good for you. No, hold on. You see this map here? It was made by the Jack Hall gang. They robbed banks all the way from here to California. Yeah, I know who the Jack Hall gang are. Oh, them you have heard of, but me? Huh. Well, rumor has it they buried gold somewhere in this area, but were killed before they could retrieve it. They created 2 maps to ensure it was well hidden. This is the first and should lead you to the second. You just need to follow the landmarks drawn here. Me? Yes. Unfortunately, I am out of time now, but I am prepared to sell it to you for the low price of...
$10. A trifling investment for a man such as you, given the potential returns. $10 will der für die Karte. Komm. You must think I was born yesterday. Between us, this map has proven a challenge even for me. So, how about I sell it to you for just $5? One half less. Ja, das hört sich ja schon besser an, Meister. $5 wie 10. So weit gehandelt. $5 habe ich. Hell no, can't be that hard to suss out. Excellent! I don't think you will regret it. So, alles klar. Der macht sich jetzt auf den Weg nach Japan, um diesen Dingsbums dort zu suchen. Und ich muss jetzt hier... Hab die Karte von der Jack Hall Bande gekauft und... Hab die gerade schon mal aufgeklappt. Und sehe nix. Doch, ich sehe ein Ätchen mit einer Cash. Ein hoher Bash. Irgendwie an dem Bash seitlich runter, so wie ich sehe. Richtung so zwei einzelstehende Säule. Und an der Säule dran ist anscheinend irgendwo ein Versteck, wo der Jack Hall Bandeschatz anscheinend liegt. So, Rückseite ist nix. Okay, die lege ich mir mal weg. Ach Moment, ich wollte da gerade noch was anderes gucken. Ich habe doch in meiner Tasche... Wo sind denn die Schatzkarte? Schatzkarte, ich habe da noch eine, gell? Giftfahrtkarte 1, Giftfahrtkarte 2. Genau, das war die mit dieser Schlange. Die muss ich mir ja auch noch suchen. Da hatte ich ja das erste Versteck, habe ich ja gefunden gehabt. Und falls ihr euch wundert, diese Chicks-Schatzkarte, das war die mit dem, wo ich für den Leopold Strauss da was eintreiben musste. Jo, okay, jetzt habe ich eine Schatzkarte gekauft. Den nochmal um $5 runtergehandelt, den Vogel da. War hier schon mal nicht so schlecht. Aber da werde ich mich dann auch mal auf die Suche machen, den ich sage. Oh, hier drüben steht ein bisschen was. Bin ich mal gespannt, was es da für einen Schatz zu finden gibt. So, jetzt hat hier alles geleucht. Was haben wir denn hier? Oregano. Nehme ich mir doch mal glatt mit, ne? Steht auch hier bestimmt auch noch eine. Oregano. Oregano. Und da hinten noch, ne? Ja, das war's. Da steht noch eine Schafgabe. Habe ich aber wahrscheinlich auch genug dabei. Richtig. Gut. Also, was treibe ich dann jetzt an? Für den Reverend Swanson ist es ein bisschen spät. Ich kann immer auf die Karte gucken, wo ich bin, wo ich hin muss. Geradeaus, rechts. Also kann ich auch gleich... Hey, geradeaus, rechts. Hier geht's Mats der Abhang runter. Wollte mich jetzt da oben tatsächlich über die Klippe stürzen lassen, oder was? Das Navi da. Bin ich aber gar nicht richtig. Was ist dann hier heute los? Was geht dann hier ab? Jo, und schon wieder gestorben. Moin! Wo kamen die denn jetzt schon wieder her? Was ist hier los heute? Was ist hier los? Zweimal in einer Folge erwischt es mich hier. Und schon wieder $32 futsch. Eieieiei. Na, das hat sich ja heute irgendwie alles gar nicht gelohnt. Kann das sein? Och du Mann. So, jetzt habe ich noch Schweinefleisch mit Thymian. Da esse ich jetzt mal eins. Oh, jetzt geht's mal wieder gut. Eieiei. Ich hatte immer $500 dabei gehabt, gell? Über $60 fehlen mir. $63. 5 für die Cut und der Rest haben sie mir geklaut.
An der einen Aktion war ich ein bisschen selbst dran schuld. Aber hier das jetzt? Wer waren das überhaupt schon wieder? Ja. Bestimmt wieder die Otriscolds. Na gut, ich reite mal dem Reverend Swanson entgehe und wie es dann weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge, weil das hat mich jetzt alles aus der Socke gehauen. Ich höre jetzt hier auf. Aber danke bei euch fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.